Guten Tag. Ja, bitte? Guten Tag. Wir sammeln für Maniküre ohne Grenzen. Wofür? Maniküre ohne Grenzen. Unsere Nageldesignerinnen sind weltweit in Katastrophengebieten unterwegs und versorgen die Ärmsten der Armen mit allem, was fehlt. Gelnägel, Nagellack, Nageltattoos, einfach alles. Durch Spenden aus der Bevölkerung konnten wir allein in diesem Jahr bereits 3 Nagelstudios in Darfur eröffnen. Wollen Sie vielleicht mal schauen? Ja? Ach, in Afghanistan helfen Sie auch? Ja. Das ist zum Beispiel die Samira. Die Samira ist 32 Jahre alt und hat bei einem Terroristenangriff ihre Familie verloren. Der haben wir dann ganz unbürokratisch sofort neue Gelnägel gemacht. Da sogar mit kleinen Strasssteinchen drauf. Sehen Sie mal, wie sie sich freut. Der Schwerpunkt liegt bei uns aber ganz klar auf Bildung und Ausbildung. In Nigeria haben wir letztes Jahr eine Kosmetikfachschule eröffnet, in der unsere Mitarbeiterinnen zum Beispiel Intensivkurse in Nagel-Airbrush geben. Das ist ja wirklich mal eine tolle Sache. Was geben die Leute denn so? Was sie entbehren können. Sie könnten aber auch dieses Notmaniküre-Set für 10 Euro sponsern. Das wird von Flugzeugen aus über dem Bürgerkriegsgebiet von Somalia abgeworfen. Da dürfen wir leider nicht rein. Aber damit kann die Bevölkerung die ärgste Not schon mal selbst beheben. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Mit der Hälfte des Betrages könnten Sie zusätzlich noch die komplette Pediküre für ein bolivianisches Waisenkind finanzieren. Nee, ehrlich gesagt, also das ist mir von der Zielrichtung her ein bisschen zu politisch. Ja, kann ich verstehen. Man kann sich auch nicht überall engagieren. Am besten lassen Sie es einfach in Ruhe sacken. Schön. Tschüss. Tschüss. Ja, mein Name ist Regine Klemm und ich begrüße Sie alle recht herzlich bei unserem Deutschkurs für türkische Mitbürger. Ich würde von Ihnen gerne ein paar Sachen wissen, oder ich sage einfach du, ich würde von euch gerne ein paar Sachen wissen, nämlich wie ihr heißt, wie lange ihr schon in Deutschland wohnt und ob von euch auch schon jemand Deutsch sprechen kann.